Maschine kostet ungefähr 1 Million Euro. Und jetzt stell dir vor, du stellst mich dran, um die zu bedienen. Naja, selbst schuld. Und deswegen arbeite ich heute als Maschinen- und Anlagenführer, die aus solchen Rollen hier am Ende des Tages echte Produkte herstellen. Und genau deswegen solltest du bis zum Ende des Videos dranbleiben, um zu erfahren, ob es vielleicht was für dich ist und ob sich der Beruf auch überhaupt finanziell für dich lohnt. Aber bevor es jetzt richtig losgeht, müssen wir die Maschine erstmal einstellen. Und genau dafür bin ich heute mit Toni unterwegs. Und ich bin mal gespannt, was ich von ihm heute mitnehmen kann. Kein Gefühl hast du denn bitte, oder? Ja. Okay. Mach die Schrauben locker, ich mach die locker, dann müssen wir die Schalen anpacken und dann tragen wir die ins Regal. Okay. Aber so mein erster Eindruck ist schon, dass es zum einen enorm laut hier ist. Ja. Und zum anderen, ich meine, wir haben auch Sommer, es ist schon relativ warm. Ja, wenn es so laut ist, dann gibt ja immer noch Gehörschutz, den man tragen kann. Und mit der Wärme, da muss man sich dann abfinden. Als nächstes bauen wir die hier. Die nehmen wir jetzt mit vor. Genau. Aber du weißt schon, dass die größer sind. Schwerer. Zu langsam. Komm ich ins Schwitzen. Höher. Ja, genau. Würdest du sagen, das ist der anstrengendste Teil deiner Arbeit, dass du hier. Okay, dann bringen wir den mal zu Ende. Mach. Das war jetzt bis hierhin so ein krasses Vorurteil, würde ich sagen, von mir, dass man halt im Grunde genommen die Maschine betreut. Ja. Aber dass es relativ einfach ist, aber ich habe gemerkt, es ist nicht einfach. So, und jetzt haben wir die Maschine anscheinend so ein bisschen eingestellt. Jetzt wechseln wir in das Papier und dann kann sie hoffentlich bald laufen. Aber ich hoffe, wir müssen die nicht jetzt hier runtertragen. Nee, kannst ja versuchen. Wir haben ja einen Rest da stehen. Easy. Für was wird das dann hier genommen? Kommt ja ganz drauf an, wer was reinfüllt, ob okay. Wir Brat haben können oder ob das für die Lebensmittelindustrie oder. Okay. Kann man auch Sprengstoff reinfüllen? Ja. Wirklich? Ich finde es auch krass, wie lange es doch auch dauert, das überhaupt vorzubereiten. Ja, ich sag mal, wenn man jetzt noch jemanden mit da hat, dass das Hand in Hand geht, da ist es schon schneller. So im Groben. Ich bin doch da. Umbauen. Du machst das erste Mal. Was soll denn das jetzt heißen? Oh, muss ich wieder eine Drecksarbeit hier machen? Danke, Toni. Das kommt jetzt raus hier. Genau. Damit haben wir jetzt die Maschine komplett eingestellt. Jetzt geht das Wickeln los, das bedeutet, auch jetzt fängt die Maschine an mit Arbeiten, was ich vorher die ganze Zeit gemacht habe. Und ich bin gespannt, was unsere Aufgabe währenddessen jetzt sein wird. So, als erstes müssen wir jetzt unsere Länge vom Papier einstellen. 1800 und wir brauchen 17 Sesh. Du hast jetzt im Grunde genommen die erste Maschine eingestellt, dann diese Maschine eingestellt. Ja, 870, dort eine so eine Trommel lang. Deswegen habe ich es mitgebracht. Sehr gut. Jawohl. Einer da mitdenkt. So, ich stelle jetzt noch das eine Messer ein und du suchst dann hier unten das nächste. Ja, noch kannst du das nehmen, das machst du hier unten locker. Ja. Und damit hast du jetzt das Messer eingestellt jetzt und hier kommen dann automatisiert 2 Trommeln raus. 3, 2, 1. Schon haben wir die fertig. Machen wir hier so eine Ausstanzung rein und kleben sie noch Kleber. Damit ist dann im Grunde genommen dein Arbeitsschritt. Also, oder das sind deine Arbeitsschritte. Das einstellen, genau. Ja, okay. Dann würde ich sagen, machen wir das nochmal. Machen wir das, genau. Wir gucken hier, wie am Produzieren. Hast du es gesehen, Toni? Wie unsere Maschine am Produzieren ist? Kann von alleine los. Ja, ja. Was wir hier auf die Beine gestellt haben, das sehen die Leute nicht. Was würdest du sagen, was dir am meisten Spaß macht hier? Oh, ich hab gefeelt. Machst halt nicht immer selber. Ich hab gefeelt, deswegen. Naja, selbst schuld. Ich mach's nochmal. Wir waren beim Abwechslungsreichen stehen geblieben. Ja, machst ja nicht jeden Tag dasselbe. Manchmal, da hast du welche, die sind innen beschichtet. Und ich glaube, du bist auch nicht immer an derselben Maschine. Da hast du die Abwechslung drin, sag ich mal. Instandhaltung. Das Einrichten. Biene einstellen und so weiter. Was würdest du sagen, so vom Gehalt her, wenn wir so auf die Ausbildung ist beziehen, ist das positiv? Ich würde sagen, ja. Von 960 im ersten Lehrjahr bis 1080 im dritten. Dann würde ich sagen, das müssen wir uns verdienen. So, und wenn auch dir der Beruf bis hierhin gefällt und ich das Ausbildungsgehalt überzeugt, dann kann ich dir empfehlen, hier bei TFT in Rositz anzufangen, weil ich bin mir ziemlich sicher, die Gründe, die sprechen für sich. Nummer 1, 4-Tage-Woche. Und ja, du hast richtig gehört, bei TFT arbeitest du von Montag bis Donnerstag 9 Stunden pro Tag und dann hast du deinen Freitag ganz entspannt zum Beine hochlegen. Wenn du deine Ausbildung hier machst, werden all deine Ausbildungskosten übernommen. Du hast eine Übernahmegarantie und TFT beschert dich mit reichlich guten Prämien. Aber es geht natürlich auch um dich und um deine Leistung. Deshalb unterstützt TFT dich dabei, sämtlichste Weiterbildung, Fortbildung und alles, was du sonst noch für eine steile Karriere brauchst, zu machen. Und genau deshalb will ich mich jetzt auch beweisen und deshalb geht es jetzt für mich zurück zur Arbeit. Was würdest du sagen, ist das eigentlich ein reiner Männerjob? Ja,
und nein. Es gibt Dinge, die sind wirklich von Mann bestimmt, wie zum Beispiel der Werkzeugwechsel ist schon. Was ich heute auch schon gemacht habe. Ansonsten kann das hier auch getrost eine Frau machen. Wunderbar. Und dann schauen wir uns jetzt an, was du machst. Wir werden jetzt erstmal noch einstellen. Dann stellst du deine Trommel mal bitte aufs Band. Denn das ist hier die Stelle, wo am Ende des Tages genau die Trommeln ankommen, die Toni und ich vorhin gemeinsam geschnitten und bearbeitet haben. Und Katrin ist dafür verantwortlich, die Trommeln so weiter zu verarbeiten, dass sie beim Kunden gut ankommen können und auch entsprechend Inhalt transportieren können. Ist das auch so deine tägliche Arbeit hier, das Ganze immer einzustellen? Na gut, ist sicherlich auch von Auftrag zu Auftrag unterschiedlich. Ja, das ist es auch. Würdest du selber sagen, dass du die Arbeit manchmal ein bisschen monoton findest, praktisch immer das Ähnliche zu machen oder das Gleiche? Nee, monoton ist das hier nicht. Ganz im Gegenteil, manchmal anstrengend. Oder wie sie alle lesen, wo die Leute auf Arbeit gehen, die drücken 3 Knöpfe und da läuft das. Hier musst du ein bisschen mit dem Kopf arbeiten. Jetzt drücke ich auf Not aus. Nein, wenn ich jetzt die erste Trommel hinten draufstelle, kann ich quasi anfangen. Und das probieren wir jetzt mal. Ich habe irgendwie auch so ein bisschen das Gefühl, in dem Job muss auch ein bisschen Problemlöser sein, kann das sein? Ja. Und jetzt probieren wir mal unsere Fußeinrollung. So sieht das dann aus. Ja. Oder hat das auszusehen. Dann werden die hier gestanzt. Und dann werden die weiter verarbeitet. Dann werden die weiter verarbeitet. Ah, okay. Die sind noch nicht fertig. So, wir bekommen jetzt hier unsere große Lieferung. Und all diese Trommeln werden wir jetzt nach und nach hier durch unseren Gang schieben, damit die dann schick und ordentlich werden. Immer die vorne dran stehen, sind die ersten, die durchgefahren werden. Ihr habt Glück. Aber die ersten werden die letzten sein. Nee, die letzten werden die erste sein. Ja, mitunter hast du da recht. Wie würdest du die Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten einschätzen? Soweit ganz gut. Ja. Ja. Also man bleibt nicht auf der Stelle, sondern hat stetiges Entwicklungs- und irgendwie Fortbildungspotenzial. Ja. Meine abschließende Frage, was sind die Verdienstmöglichkeiten als Maschinenanlagenführer? 16 bis 20 Euro. Und je nach Betriebszugehörigkeit, Qualifikation und so weiter und so fort, kann man das dann Schritt für Schritt verbessern. Auf jeden Fall eine Sache, die ich mir durch den Kopf gehen lasse. Und durch den Kopf gehen lasse ich mir jetzt auch, wo das Ding hingeht, weil das schiebe ich jetzt hier hin und das wird dann irgendwann später weiter bearbeitet.